Hallo zusammen, ich hoffe, es geht euch genauso gut wie mir im Moment, weil es einfach mit dem Wetter, das macht mich so glücklich. Ach ja, und ja, ich hatte ja die Ehre, dass ich bei Beauty and the Beast an die Premiere durfte. Und ich weiss, es ist schon eine Weile her, ich bin einfach nicht dazugekommen. Aber ich hatte dort in meinem Goodie-Bag eine Pinkbox und ich habe sie bis jetzt nicht aufgemacht. Hey, dass ich das überhaupt geschafft habe, das ist wirklich krass. Aber ich wollte es unbedingt mit euch aufmachen, die Pinkbox. Ich weiss aber ehrlich gesagt nicht, von welchem Monat das sie ist. Aber ich glaube, das spielt nicht so eine Rolle. Es ist ja eben auch noch, glaube ich, etwas anderes drin. Aber ich tue jetzt die mit euch auf und ich bin schon mega gespannt, was drin ist. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe das schon das erste Mal überhaupt, dass ich so eine Pinkbox in der Hand habe. Also, okay. Ja, wurde herzig! Oh, so süß. Das sollte man gar nicht aufmachen, aber okay. Oh, so süß. Pinkbox, Kleber. Ui, okay, da geht dann zuerst mal. Ui, ui. Aha, okay. Also, monatlich 5 liebevoll verpackte Kosmetik- und Pflegeüberraschungen, okay. 20 Stutz im Monat. Ja, für das, wenn man nicht weiss, was drinnen ist, ist. Boah. Finde ich jetzt nicht günstig, muss ich sagen. Okay. Es kommt halt darauf an, wenn man gerne Sachen ausprobiert. No light. Was ist echt das? Ui, der ist glaube ich ausgelaufen. Ein bisschen. Okay, das ist so ein Nagellack, ein goldiger. Ich bin glaube ich eher ein Silberfan, aber am Weihnachten rum ist es glaube ich sicher nicht so doof. Von Sally Hansen, okay. Ich glaube, das ist eine recht easy Marke. Miracle Gel. Okay. Ja. Ist noch easy. Kann ich das sicher. Gut, vor allem Gel hat noch recht gut, oder? Ich muss den mal ausprobieren. Er ist sicher nicht. So, ja, ich tue ihn jetzt geht schnell. In meine Fingernägel sind zwar mega kacke jetzt gerade. Sie sind überall am Abbrechen und ich bin auch nicht dazu gekommen, sie schön abzufielen. Ui. Das ist ja mega flüssig. Ich habe noch nie so einen flüssigen Nagellack. Und das Ding ist aber wenigstens schön breit. Okay. Okay, es braucht definitiv mehr als eine Schicht. Bringt das überhaupt etwas, wenn man da drauf blasen? Ja, fuck, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es ist zuerst trocknen, aber es ist jetzt mehr so ein Test. Ja, sagen wir, es ist so eineinhalb Schichten mit zwei Sätzen auch eine Länge. Also er ist schon geil, muss ich sagen. Vielleicht komme ich ja doch so ein bisschen auf den Geschmack, den ein bisschen so einen goldigen Nagellack zu tragen. Vor allem, weil er halt, er glänzt eben schon noch easy. Ist schon noch so sexy. Doch, doch, also ich muss sagen, gefällt mir. Also, kommen wir aber zum nächsten, der hier drin ist. Und das ist mir gerade so mega ins Auge gesprungen. Holy shit, Derma Spa straffend. Seriös, als hätte ich das nötig. Nein, also das ist ja immer gut. Body Lotion mit Satin Shell Textur für elastische, straffere Haut. Mit Cell Moisturizer. Der Wachmacher für deine Haut. Die Satin Shell Lotion spendet effektiv Feuchtigkeit für straffere und elastischere Haut. Aha. Für jeden Hauttyp geeignet. Schmeckt, tut sie fein. Okay, sie ist recht ausgiebig. Krass, oh Gott. Ich habe wirklich nicht viel drauf da. Okay, schmeckt, tut sie fein. Ich muss schauen, ob ich die verwende. Eigentlich, so straffend ist natürlich schon immer gut. Ich meine, ich bin immerhin gleich auch so 27, gell? Also von dem her muss man langsam ein bisschen schauen. Aber ja, ich habe halt eigentlich eine andere Hautcreme, die ich vom Arzt verschrieben bekommen habe. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich die so ja, ab und zu mal brauche, könnte es eigentlich auch nicht schaden. Vor allem, sie schmeckt halt besser als die vom Hautarzt. Und von dem her, ja, also ich muss sagen, vor allem, das ist riesig, man. Das sind 200 ml. Also, das ist ja auch Originalgröße und das nehme ich auch. Also, das ist ja mega krass. Okay, cool. Und vor allem, das finde ich geil. Ich finde vor allem cool, dass sie auch so ein bisschen mit nicht so Magermodels ja, werben. So, jetzt haben wir hier noch Cotton Dry, ein Deo. Dry and Fresh von Rexona Motion Sense. Ah, okay.
das ist cool. Ich kann zum Sporteln brauchen. Ja, es schmeckt ein bisschen seifig. Halt so der typische Rexona-Duft. Jetzt muss ich mir überlegen. Ah, genau, meine Deos. Ja, das ist so Roll-on-Deos von Nivea, die ich eigentlich fast lieber habe als Spray. Wobei Spray, muss ich sagen, habe ich immer. Also schaue ich immer, dass ich kein Spray habe mit Aluminium. Also, dass ich Deo habe, wo kein Aluminium drin hat. Weil das eigentlich sehr ungesund ist für den Körper. Aber. Ja, das sieht jetzt nicht so aus, als ob das drin, also als ob das aluminiumfrei wäre. Es ist compressed, also es ist etwas umweltfreundlicher. Es hat 75 ml statt 150, also es ist abgekürzt auf eine, also gleiche, es ist gleich ausgiebig wie eine 150 ml Dose. So. Hat genauso lange wie wenig, mit weniger Verpackung. Genau, das ist das. Langanhaltender Schutz in kleiner Dosis. In kleiner Dose. Dosis. Aber ja, das ist auch, kann man auch als Dosis nehmen. Ja, gut, also ich werde es sicher brauchen, um zu spörteln oder so. Warum nicht? Dann habe ich als nächstes die Idee von KMS California. Noch nie gehört in meinem ganzen Leben nicht. Tame Frizz, also gegen frizzlige Haare. Ein Conditioner. Smoothes and reduces frizz. Okay, das ist natürlich geil, wenn das Haar viel bleicht, jetzt aber auch so wie ich, dann frisst sie ja gerne mal ein bisschen aus. Das ist sicher nicht schlecht. Und ja, sind wir ehrlich, Conditioner können wir immer brauchen. Ich habe jetzt gerade letztens ein Video gemacht über meine Haarpflegeprodukte. Ja, von Menge her, wie gross ist es? 75 ml. Also es ist sicher auch eine gebige Reisegrösse. Also das ist dann nicht. Okay. Das schmeckt jetzt nicht mehr. Oh, es schmeckt gar nicht mal so schlecht. Ich habe Kokosnuss, glaube ich, irgendwie. Ich habe zwar nicht so gerne, aber ja. Also es ist eine gebige Reisegrösse, die man mitnehmen kann, wenn man mal ja, in die Ferien geht. Also, wobei, wenn man im Hotel ist, hat man ja dort... Ja gut, man will gleich seine Produkte. Aber das ist sicher etwas Gebiges so zum Mitnehmen. Ja, das passt. Das nehme ich, glaube ich, mit auf Wales. Noch mal etwas, was ich mitnehmen kann für auf Wales. Sehr geil. Es kommt darauf an, wie viel drin ist. 7 Stück, das lenkt gerade perfekt, Leute. Huere geil! 3-in-1 erfrischende Reinigungstücher für normale Haut und Mischhaut. Erstens reinigen gründlich und entfernen wasserfestes Make-up. Zweitens erfrischen. Und drittens besonders mild. Besonders mild ist vor allem gerade für mich wichtig, weil ich so eine mega zickige Haut habe. Das ist perfekt, dann kann ich das nämlich mitnehmen auf Wales und dann habe ich das auch schon mal abgekackt. Geil, mit neuem Duft. Ich tue es jetzt nicht auf, aber es ist natürlich auch so eine perfekte Reisegrösse, wenn man eine Woche weg ist oder ein bisschen weniger. Geil. An dem habe ich jetzt mega Freude. Und dann ist hier noch... Oh, Scheiße. Hey, das verdammte Geschisselzeug, das da immer drinnen ist. Nein! Überall verstreut. Und dann ist hier noch so eine... Tüte drin. Wo immer noch so extra und extra und extra eingepackt ist. So. Okay. Also eine durchsichtige Beutel, wo Pinkbox draufsteht. Eine von denen hat man ja nicht irgendwie schon 10'000 daheim oder so. Ja. Gut. Also, es kommt jetzt sicher mal irgendwo in meine Schaft, wo ich auch meine anderen so Beutel auch habe. Aber ob ich den wird können brauchen, weiß ich nicht, weil ich habe schon so viel so Zeug. Aber ja, ist easy. Ist okay. Kann ich damit leben, absolut. Vor allem, ich muss sagen, von den Produkten her eigentlich ganz easy Produkte. Also jetzt nicht so mega so die huren Hype-Produkte, sondern wirklich Sachen, die man wirklich brauchen kann. Und das finde ich noch cool. Ja, hey, also weiss nicht, habt ihr auch eine Pinkbox? Habt ihr die bestellt? Habt ihr gute Erfahrungen mit der gemacht? Weil ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiss jetzt nicht, ob ich würde 20 Stutz im Monat ausgeben würde, dass ich nicht weiss, was da so alles drin ist und ich vielleicht die Hälfte oder so nicht wirklich kann brauchen kann. Aber schreibt mir mal eure Erfahrung mit solchen Sachen in die Kommentare. Das würde mich mega freuen. Ja, und dann sehen wir uns nächste Woche, Leute. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und eine erfolgreiche Woche. Und bis dann. Tschüss zusammen.